Sehr verehrten Damen und Herren, zuerst möchte ich diejenigen bitten, die es bisher vielleicht versäumt haben, ihre Handys auf lautlos zu stellen bzw. auszustellen. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Plaschek, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Im Namen des Bundes der Vertriebenen Leverkusen bedanke ich mich dafür, dass Sie heute unserer Einladung gefolgt und so zahlreich zur Gedenkveranstaltung zum Tag der Heimat erschienen sind. Ich begrüße auch alle Nicht-Vertriebenen, die selbst oder deren Eltern oder Großeltern nicht das Schicksal der Vertreibung teilen mussten. Sie zeigen, dass das Gedenken an die Opfer der Vertreibung eine Aufgabe der ganzen Nation ist. Das Präsidium des Bundes der Vertriebenen hat das diesjährige Gedenken unter das Motto Unrechtssekrete beseitigen, Europa zusammenführen gestellt. In Leverkusen erinnern wir heute auf dem Manfurter Friedhof am Ostdeutschen Kreuz und im Friedenstein zum 69. Mal an die Opfer von Flucht und Vertreibung. Am Ende und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden mehr als 12 Millionen Menschen aus ihrer angestammten Heimat vertrieben und 2 Millionen verloren dabei ihr Leben. Die Schrecken der Vertreibung haben sich tief in das Bewusstsein unserer Nation eingegraben. Schon im August 1950 haben die Vertriebenen mit der Charta der Heimatvertriebenen das Fundament für ein vereintes Europa gelegt. Die Vertriebenen waren die Ersten, die mit ihrer Charta den Weg für ein friedliches Zusammenleben der Menschen und der Völker auf unserem Kontinent vorgezeichnet haben. Die Vertriebenen sind frühzeitig auf die jetzigen Bewohner in ihren Heimatgebieten zugegangen, haben Kontakte aufgebaut und Kulturaustausch betrieben. Durch diese Arbeit sind viele Freundschaften entstanden und mit dieser Arbeit wurde und wird ein wichtiger Beitrag zur Völkerverständigung geleistet. Verständigung war, ist und bleibt das Ziel der Arbeit des Bundes der Vertriebenen und seiner Landsmannschaften. Der Tag der Heimat ist und bleibt ein wichtiger Appell an alle Völker und Staaten der Welt, das Recht auf Heimat zu verankern und jede Art der Vertreibung zu ächten. Deutschland hat mit dem Asylrecht seine Verantwortung im Grundgesetz festgeschrieben. Die Menschen, die vor den Schrecken und der Gräuel in ihre Heimat fliehen, finden bei uns Aufnahme. Für uns in Deutschland ist die Erinnerung an Vertreibung und die Schrecken und das Leid, die damit für die Opfer verbunden waren, von besonderer Bedeutung. Daran erinnern wir am heutigen Tag. Ich begrüße an dieser Stelle den Oberbürgermeister unserer Stadt, Herrn Uwe Richrath. Sehr geehrter Richrath, wir freuen uns, dass Sie heute als erster Bürger unserer Stadt das Grußwort zu unserer Denkveranstaltung halten. Wir bedanken uns auch recht herzlich, dass wie in der Vergangenheit auch in diesem Jahr anlässlich des Tages der Heimat an öffentlichen Gebäuden geflaggt wurde. Vielen Dank. Ich begrüße Herrn Klaus Platschek, den Vorsitzenden der Landsmannschaft der Oberschlesier. Sie werden heute die Gedenkrede zum Tag der Heimat halten. Ich freue mich, dass Sie den Weg nach Leverkusen gefunden haben und heiße Sie recht herzlich willkommen. Ich begrüße den ersten Bürgermeister unserer Stadt, Herrn Bernhard Mareski. Herzlich willkommen, Herr Mareski. Ich begrüße den Bundestagsabgeordneten der SPD, Herrn Professor Dr. Karl Lauterbach. Herzlich willkommen hier in Leverkusen. Ich begrüße den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Leverkusen, Herrn Rainer Schwarz. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Und auch herzlichen Dank dafür, dass Sie in der vergangenen Woche auf der Leverkugel auf den Tag der Heimat hingewiesen sind. Ich begrüße die frühere Landtagsabgeordnete Ursula Monheim. Herzlich willkommen, Frau Monheim, hier in unserem Kreis. Ich begrüße aus dem Rat der Stadt Leverkusen die Mitglieder, den Ratsherrn Stefan Hebbel. Herzlich willkommen, Herr Hebbel. Und den Ratsherrn und den Vorsitzenden der CDU-Fraktion Bezirk 1, Herrn Andreas Eckloff. Herzlich willkommen. Aus der Bezirksvertretung begrüße ich aus der Bezirksvertretung 1 Herrn Wolfgang Berg von Bündnis 90 den Grünen und Herrn Karalambos Georgiou von der CDU, der auch Mitglied des Integrationsrates der Stadt Leverkusen ist. Herzlich willkommen. Ich begrüße den Landesvorsitzenden des Bundes der Vertriebenen in Nordrhein-Westfalen und Landesvorsitzenden der Mannschaft der Schlesier, Herrn Rudi Pawelka. Ich begrüße den Vorsitzenden von Davidstern e.V., Herrn Lev Ismijanov. Herzlich willkommen. Und ich
begrüße den Vorsitzenden der Europa-Union Leverkusen, Herrn Hans-Georg Mayer. Außerdem begrüße ich den Landesvorsitzenden der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Herrn Dietmar Schulmeister. Herzlich willkommen, Herr Schulmeister. Weiterhin grüße ich die Mitglieder des Vorstandes des BDV Leverkusen und der Landsmannschaften, den Chor Heimatmelodie unter Leitung von Max Murawski, sowie die Solistin Hedwig Zentin. Ich begrüße den Posaunenchor der Evangelischen Johannesgemeinde in Leverkusen-Mannfurt unter Leitung von Pfarrer Berghaus, die Trachtengruppen, die Kranz- und Fahndelegationen, die Vertreter der Friedhofsverwaltung und sollte ich jemanden übersehen oder vergessen haben, die sind selbstverständlich in meine Grüße eingebunden. Auch an dem heutigen Tag finden wieder viele Veranstaltungen parallel statt und so haben sich zahlreiche Persönlichkeiten für die Gedenkfeier entschuldigt. So unter anderem der Europaabgeordnete Axel Voss, der frühere Bundestagsabgeordnete Helmut Nowak, auch der Polizeipräsident Ivo Jakob kann wegen anderer Termine heute nicht teilnehmen. Aus den Unternehmen und den städtischen Gesellschaften haben sich entschuldigt Herr Lars Friedrich, Herr Wolf Menzel, Herr Dr. Frank Obermeier, Herr Wolfgang Muß, Herr Georg Bossammer und Herr Marc Rekowski. Aus der Verwaltung können nicht teilnehmen Herr Dezernent Marc Adomat, Herr Kämmerer Markus Mertens, Herr Dezernent Alexander Lüdenbach und Frau Vivi Hürtgen. Und aus der Politik haben sich weiterhin entschuldigt der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Eimermacher und die Ratsfrau Irmgard von Stück. Außerdem haben sich die Vorsitzende der SPD Leverkusen, Frau Eileen Logan, und der Vorsitzende der CDU Leverkusen, Herr Frank Schönberger, für die heutige Veranstaltung entschuldigen lassen. Leuchten die Glocken auf wie eins, wenn man verlässt.
Herr Scholz, sehr geehrter Herr Platzek, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich danke Ihnen für die Einladung an der heutigen Veranstaltung zum Tag der Heimat teilzunehmen. An einem Tag wie dem heutigen zeigt sich besonders deutlich, wie sehr Heimat ein Thema ist, das die Menschen bewegt. Was Heimat ist und was Heimat für die Menschen bedeutet, darüber ist bereits unendlich viel geschrieben und gesagt worden. Heimat, das kann die Landschaft der Kindheit sein oder der Mensch, den man liebt. Heimat, das kann ein Gefühl sein, eine Idee, etwas ganz Persönliches oder ein Gruppenerlebnis. Und in den Menschen, die ihrer Heimat stark verbunden sind, gibt es auch andere, die mit dem Begriff kaum noch etwas anfangen können. Oftmals erkennen die Menschen erst dann, was Heimat bedeutet, wenn sie ihre Heimat verloren haben. Wenn das vertraute Umfeld nicht mehr da ist und sie das Neue ständig am Alten messen. Und mit diesem Umfeld ist nicht nur der Ort gemeint, an dem sie aufgewachsen sind und wo ihnen die Wege und Plätze vertraut waren. Dieser Umkreis hat auch etwas mit Sprache und Kultur zu tun und nicht zuletzt mit den Menschen, mit denen man zusammenkommt. Die Vertriebenen und ihre Nachkommen erinnern heute in ganz Deutschland an ihre alte Heimat, an ihr Schicksal von Flucht und Vertreibung, aber auch daran, wie sie dieses Schicksal gemeistert und eine neue Heimat gefunden haben. Hart waren die Entbehrungen der Flucht. Wenn sich vor allem auch Frauen und Kinder und die alten Menschen auf den Weg in den Westen machen mussten, aus Angst vor der herannahenden russischen Armee. Tausende starben auf den Trecks, wurden Opfer der eisigen Kälte oder der Tiefflieger, die die Trecks bombardierten. Wer nicht schon geflohen war, wurde vertrieben. Den wilden Vertreibungen bei Kriegsende folgten die systematische Vertreibung der Deutschen aus dem Osten aufgrund des Potsdamer Abkommens vom 2. August 1945. In Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei wurden unter staatlicher Aufsicht die dort noch lebenden Deutschen in das Gebiet der alliierten Besatzungszonen zwangsumgesiedelt, nachdem ihr Eigentum zuvor bis auf das Handgepäck konfisziert worden war. Der Tag der Heimat 2018 steht nicht umsonst unter dem Leitwort Unrechtsdekrete beseitigen, Europa zusammenführen. Beide Forderungen sind ebenso wichtig wie aktuell. Von Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung waren zwischen 1944 und 1950 insgesamt 12 bis 14 Millionen Deutsche bzw. deutschstämmige Bürger anderer Staaten betroffen. Mindestens 600.000, möglicherweise weit über 1 Million, kamen dabei um. Opfer der ethnischen Säuberung waren aber nicht nur Deutsche. Bis zu 1,5 Millionen Polen wurden aufgrund der Annexion Ostpolens durch die Sowjetunion zwangsumgesiedelt. Auch hunderttausende Balten, Ukrainer waren von Zwangsumsiedlungen betroffen. Legitimiert wurden die Vertreibung durch Erlasse wie die Benes-Distrikte, die die Enteignung und Vertreibung der Sudetendeutschen betrafen. Ähnliche Erlasse gab es auch in Nachkriegspolen und dem von ihm verwalteten Oder-Neiße-Gebiet. Während westliche polnische Verfügungen nicht mehr als rechtswirksam gelten, sind die tschechischen Benes-Dekrete noch immer in Kraft. Die Forderung, Unrechtsdekrete beseitigen, meint aber auch, die Ideologie, den nationalistischen Geist, der dahinter steckt, zu bekämpfen und zu überwinden. Denn dieser nationalistische Geist, der aggressive, rückwärtsgewandte Populismus, der in den Ländern Europas wieder um sich greift, bedroht die friedliche Zukunft unseres Kontinents. Diesen Geist zu überwinden, muss Ziel aller bewussten Europäer sein. Und hier setzt die zweite Forderung des Leitwortes ein: Europa zusammenführen. Zusammenführen auf der Basis einer gemeinsamen geistigen und moralischen Überzeugung, dass sich kein zuvor erlittenes Unrecht durch neues Unrecht, durch Verfolgung und Vertreibung lindern lässt und dass es keine Rechtfertigung sein kann. Vertreibung und ethnische Säuberung, wie heute oft gesagt wird, ist ein Unrecht. Ganz gleich, wer davon betroffen ist. Ob es die Deutschen, Polen, Ukrainer damals oder die Opfer des Balkankrieges oder des Mordes in Ruanda in den 90er Jahren oder heute die Millionen Menschen, zum Beispiel im Sudan,
in Syrien und Myanmar. Nur die Aussöhnung kann der Weg für eine Zukunft sein. Mit ihrer Charta von 1950 haben die Vertriebenen auf Rache und Vergeltung verzichtet. Wir alle wissen, wie wichtig es ist, Schlussfolgerungen aus der Vergangenheit zu ziehen und den Blick nach vorn zu richten, auf Aussöhnung und ein neues Zusammenleben. Europa ist ein blutgetränkter Kontinent. Aber Europa ist auch ein Kontinent der Aufklärung und großer Friedenshoffnung. Grenzen sind gefallen, Diktaturen in sich zusammengebrochen, Rechte von Minderheiten garantiert worden. Auf diesem Weg müssen wir weitergehen. Wir müssen darauf beharren, dass ethnische Säuberungen Unrecht sind und ein ethnisch homogener Nationalstaat spätestens im Zeitalter der Globalisierung eines zusammenwachsenden Europas eine gefährliche Illusion ist. Wir müssen immer wieder darauf dringen, dem Völkerrecht und den Menschenrechten Achtung zu verschaffen. Sich damit auseinanderzusetzen, wie es am Tag der Heimat geschieht, das kann den Blick für sich anbahnender Konflikte schärfen, das kann jeden Einzelnen für die Probleme von Menschen, die in die Fremde kommen, sensibler machen. Solche Haltung und Einschätzung werden gebraucht im 21. Jahrhundert, einem Jahrhundert, das sicher neue Migrationswellen erleben darf, in denen immer wieder Menschen unterschiedlicher Herkunft miteinander zu tun haben. Nur wenn wir Verständnis füreinander aufbringen und die Menschen das Gefühl haben, verstanden zu werden, können wir eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Ich danke Ihnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Landsleute, ich bitte Sie herzlich, sich von Ihren Plätzen zu erheben für eine Gedenkminute, in der wir gemeinsam der Toten gedenken. Ich danke Ihnen. Gott, der Herr, hört auf das tiefste Schweigen, denn wir uns vor den Seelen aller Verstorbenen verneigen. Wir verneigen uns in Ehrfurcht vor den Seelen aller Verstorbenen, denn vor Gott sind alle gleich. Aber unsere trauernden Herzen sprechen die Verstorbenen an, die uns lieb und teuer waren. Gemeinsam gedenken wir heute an diesem besonderen Ort hier, an alle Toten, die der Heimat verbunden waren und fern der Heimat sterben mussten, weil Machthaber einen Krieg wollten, der so sinnlos war. Nicht einmal eine Handvoll Heimaterde konnte den Verstorbenen und den gefallenen Soldaten mitgegeben werden. Und es gibt für viele kein Grab, an dem man hinknien kann, um einen letzten Gruß oder ein Gebet zu sprechen. In tiefer Trauer gedenken wir der Opfer von Flucht und Vertreibung, meistens Kinder, Frauen und alte Leute, die nicht nur ihre Heimat verlassen, aber auch unter unsäglichem Leid und grausamer Gewalt ihr Leben lassen mussten und irgendwo ohne Ehren verscharrt wurden. Oder sie fanden ihre letzte Ruhe auf dem Boden des Harfes und der Ostsee. Wir gedenken in tiefer Trauer der Opfer von Deportationen, unter anderem nach Sibirien, wo in Gefangenenlager verstarben sie oder durch erbarmungsloses Verhalten der Machthaber verschieden sind. In tiefer Trauer und mit großer Dankbarkeit gedenken wir alle Verstorbenen, die hier in unserer neuen Heimat den Vertriebenen ihre hilfreiche Hand geboten haben. In tiefer Trauer gedenken wir der Verstorbenen, die im Bund der Vertriebenen und in den Landsmannschaften ihre ganze Kraft einsetzten, um Brücken zu bauen zu den heutigen Bewohnern unserer Heimatländer. Sie bemühten und bemühen sich darum, dass wir uns in Frieden und auch in Freundschaft die Hand reichen können.
Viele von den heutigen Bewohnern sind aufgezwungen worden, ihre angestammte Heimat zu verlassen. Der fernöstliche Philosoph Lao Tse sprach mal Worte, die wir in unseren Herzen aufnehmen können. Er sagte, Verständnis ist eine Quelle, die einen großen Strom speist. Sobald die Quelle versiegt, trocknet der Strom aus. Möge die Quelle des Verständnisses für alle Leute auch in unseren Herzen nie austrocknen. Mit dem Ausschnitt eines Gedichtes von Gerd Sattler möchte ich diese Totenehrung beenden. Es müsste immer Frieden sein auf dieser schönen Welt. Warum erstickt man sie im Kampf um Macht, um Land, um Geld? Danke Ihnen. Der Toten werden wir nun die Kränze niederlegen. Ich rufe die Abordnungen der Stadt Leverkusen, der Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen, der Landsmannschaft der Schlesier, der Pommerschen Landsmannschaft und der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen. Thank you.
die Augen. Ein Heimatgedicht. O Täler weit, o Höhen, o schöne grüner Wald, das waren Eichendorffs sehnsuchtsvolle Worte. Und viele von uns hoffen vielleicht bald zu grüßen unsere schöne alte Heimatorte. In Oberschlesien, Breslau, im Waldenburger Land, den Blick zu richten hoch zur Schneekoppe hinauf, wo man den alten Rübezahl bezaubern fand, und stille folgt dann der Blick dem munteren Wasserlauf. Dann gehen wir fröhlich weiter durch grüne, stille Auen, am Wartebruch vorbei, hin zum Stettiner Haff, um froh dem Spiel von Wind und Wellen zu schauen, wo sich des Haffes raut mit dem der Ostsee traf. Dann grüßen wir die ehrwürdige alte Stadt Danzig mit vielen Türmen, trotzig, stark und schön, dem Charme der Eleganz, was diese Stadt zu bieten hat. Kann man sich nicht entziehen, wer immer sie gesehen hat. Wir wandern weiter zu der Nogatelbstrand, wo jeder Kieselstein der Marienburg im weißen Sande als Kinder wir gern spielten und noch die Sehnsucht brennt. Doch gehen wir weiter durch das zauberhafte Land. Grüßen die Bernsteinküste, den Fregel, die Krönungsstadt. Schauen hin zum Dom, zur Albertina, in der Kampf unsterblich wurde und so vieles für die Welt geschaffen hat. Im Märchen heißt es immer, ja, es war einmal. Doch so ein Märchen ist die Heimat für uns alle nicht, dass das Vaterhaus am See, am Fluss, im stillen Tal. Kein Märchen, das ist unsere Heimat unvergessenes Gedicht. Ich danke und entschuldige. Oh.
das Herz der Heimat. Es wird für seine Kinder immer schlagen. Den Herzschlag hören wir an jedem fernen Ort. Viel Leid hast du, O teures Heimatherz, ertragen. Wir ließen dich allein. Wir mussten fort. In deiner Erde ruhen viele Abschiedstränen. Von großem Leid erzählt manch Tropfen Blut. Wie eine Mutter spürst du, dass wir uns sehnen. Danach, dass unser Herz an deinem Herzen liegt. Dein Bild, o Heimat, kann wohl kein Künstler malen. Es ist wie eine zauberhafte Symphonie. Und wenn am Himmel Heimat deine Sterne strahlen, spürt unser Herz, vergessen werden wir dich nie. Auch nie vergessen ist der Klang der Heimatglocken. Es war wie eine tiefe Melodie. Sie konnten traurig sein, sie konnten auch frohlocken. Zum Abschied klangen sie, vergiss die Heimat nie. Wo man singt,
Patrick, ich bitte Sie jetzt zu regeln. Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, sehr verehrte Damen und Herren der Verwaltung des Rates der Stadt Leverkusen, liebe Freunde, liebe Landsleute. Zuerst möchte ich Herrn Rüdiger Scholz herzlich danken, dass ich heute an dieser Stelle teilnehmen darf, dass ich hier aussprechen darf. Das ist, wenn es um Heimat geht, für mich eine Herzensfreude. Als gebürtiger Oberschlesier aus Hinburg und Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Oberschlesier kämpfe ich schon seit Jahrzehnten für die Anliegen der Heimatvertriebenen und
unsere Heimat der geliebten Kinder. Und dieser Kampf ist ein langwieriges Unterfangen. Das werden viele von Ihnen sicherlich schon noch vollzogen haben, beziehungsweise selbst erlebt haben. Als Beispiel nenne ich die Entschädigung ziviler deutscher Zwangsarbeiter. Im Jahr 1999 haben Dr. Hupka und ich aus Oberschlesien in Hartingen uns entschieden, etwas auch für die deutschen Zwangsarbeiter etwas zu tun. Zwangsarbeiter anderer Gelegenheiten, ich will nicht vorsichtig ausdrücken, sind schon gedacht worden, aber an deutsche Zwangsarbeiter dachte ich keiner. Im Jahr 2000 ist dann im Haus Oberschlesien der Arbeitskreis deutscher Zwangsarbeiter gegründet worden. Aber meine Damen und Herren, es hat bis zum Jahr 2016 gedauert, bis die Bundesregierung beschlossen hat, dieses Anliegen tatsächlich nicht nur anzusprechen, sondern sich dem zu stellen. Zwei Protagonisten waren, die es gemacht haben, und einer ist unter uns, Rudi Pavelka. Lieber Rudi, auch an dieser Stelle herzliches Dankeschön, denn ich war zum Teil dabei, es war ein 60 Jahre Kampf gewesen. Aber meine Damen und Herren, so ist es, wenn man um solche Anliegen kämpft. Wahrscheinlich werden ca. 30.000 Menschen noch in den Genuss kommen. Eine kleine Zahl, wenn man überlegt, dass wir am Anfang über 300.000 Menschen registriert haben, die Ansprüche hätten anmelden können. Schlimm ist auch, dass nicht diejenigen, die sich darum gekümmert haben, die dafür gekämpft haben, nämlich der Arbeitskreis und die Landsmannschaften, nicht bedacht wurden bzw. auch nicht erwähnt. Aber was soll's, so ist das normal und der Kampf geht weiter. Meine Damen und Herren, das ist nur ein kleiner Auszug aus der Arbeit, die wir so haben. Die Zeiten, zu Zeiten, da die Erlebnisgeneration abtritt, wird auch immer häufiger gefragt, ist der Tag der Heimat noch zeitgemäß? Nun, wir gehen viele Gedenktage auch an Ereignisse, die schon lange zurückliegen, Ereignisse, die keine Zeitzeugen haben. Es mutet daher seltsam an, wenn ständig gerade wir gefragt werden, warum es den Tag der Heimat noch geben muss. Meine Antwort darauf ist stets, Erinnerungskultur hat kein Verfallsdatum. Meine sehr geehrten Damen und Herren, all denen, die diese Frage stellen, möchte ich daher gern vor Augen führen, woran die beim Tag der Heimat des Bundesrepublikanischen Ecken. In der Publikation Deutschland, Polen und der Zweite Weltkrieg, Geschichte und Erinnerung, beschreibt der polnische Historiker Professor Dr. Jerzy Kochanowski es so. Das Ausmaß der Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa ist sowohl von der Zahl der Opfer als auch vom Umfang der betroffenen Gebiete einmalig in Europa. Zitat. Deutschland verlor eine Reihe seiner wichtigsten mit einheimischer deutscher Bevölkerung gesiedelten Provinzen im Osten, wozu kommen Ostpreußen, Teile Brandenburgs und Schleswig-Holstein. Aber auch aus den Gebieten Litauen, Polen, der Slowakischen Republik, Ungarn und Jugoslawien wurden Angehörige der oft seit Jahrhunderten ansässigen deutschen Minderheit aufgegeben. Die Gewalttaten der Vertreter richteten sich in erster Linie gegen die deutsche Zivilbevölkerung, zumeist, wie schon erwähnt, gegen Frauen, Kinder und Alte. In der Tat, dieses einmalige Ausmaß bedeutete, dass über 12 Millionen Deutschen ihre angestammte Heimat verlassen mussten. Viele von ihnen wurden Opfer von Plünderung, Vergewaltigung und anderen Gewalttaten. Über 2 Millionen von ihnen fallen dabei den Tod. Sie erlitten dieses Schicksal allein aufgrund der Tatsache, dass sie Deutsche sind. Obwohl es keine Kollektivschuld geben und auch Unrecht niemals Unrecht begründen oder rechtfertigen kann, wurden die deutschen Heimatvertriebenen in besonderer Weise kollektiv für die Verbrechen haftbar gemacht, die im Zweiten Weltkrieg im deutschen Boden ausgingen. Wer Flucht und Vertreibung nicht selbst erlebt hat,
Der kann nicht fassen, was das bedeutet. Diese Erfahrung von Heimatverlust und Entwurzelung gehören zur deutschen Geschichte und zum kollektiven Gedächtnis unserer Nation. Immer weniger Zeitzeugen können persönlich davon berichten. Deshalb muss es unser Anliegen sein, die Erinnerung an das Unrecht der Vertreibung auch als Mahnung wachzuhalten und das Wissen an die folgende Generation weiterzugeben. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach in der Rede am Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen in Berlin im April dieses Jahres von der besonderen Verantwortung jeder Bundesregierung gegenüber den Heimatvertriebenen und den deutschen Heimatverbliebenen, die als deutsche Minderheit in ihren Heimatregionen leben. Es ist die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass eine angemessene Erinnerungskultur an die Vertreibung gelebt und das kulturelle Erbe der Heimatgebiete gepflegt werden kann. Denn die Geschichte der Vertreibung ist auch eine gesamteuropäische Geschichte, das kulturelle Erbe der Heimatgebiete, gesamteuropäisches Kulturerbe. Geehrte Damen und Herren, Unrecht kann niemals Rechtfertigung für Unrecht sein. Die Vertreibung der Deutschen aus ihren Heimatgebieten war und bleibt daher unrecht. Deshalb ist die Charta der deutschen Heimatvertrieben, in der auf Rache und Vergeltung verzichtet und erklärt wird, am Aufbau eines friedlichen und geeinten Europas mitzuwirken, ein Friedensdokument und eine Grundlage für Verständigung und Versöhnung der Völker in Europa. Die Heimatvertriebenen haben sich in vorbildlicher Weise für die grenzübergreifende Verständigung eingesetzt. Die Annäherung der Völker ist durch ihre Kontakte in die Heimatgebiete oft erst möglich. Die deutschen Heimatvertriebenen und Aussiedler waren und sind sprachliche und menschliche Brücken in ihre Heimat. Sie haben damit einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, das zivilgesellschaftliche Fundament zu schaffen, auf dem Europa zusammenwachsen kann, in Frieden und in Freiheit. Diese Leistung, denke ich, verdient Dank und Anerkennung. Meine Damen und Herren, im vergangenen Jahr feierten wir den 60. Jahrestag der Unterzeichnung der römischen Verträge und damit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft. Wir leben heute in einer Europäischen Union mit etwa 50 Millionen Bürgern und Bürgern. Mit Hilfe der Heimatvertriebenen sind aus ehemaligen Kriegsgefangenen kriegsfreundlich. Dennoch gibt es ein paar wunde Punkte, die man unter Freunden unbedingt aussprechen. Zu diesen wunden Punkten gehören leider auch immer noch die Begriffe, auf deren Grundlage das Unrecht an der deutschen Zivilbevölkerung zum Ende und nach dem Zweiten Weltkrieg gerechtfertigt. Unrechtsdekrete, aufgrund derer vor mehr als 7 Jahrzehnten Millionen Deutschen aus ihrer Heimat vertrieben, ihres Besitzes beraubt, interniert, deportiert oder gar sanktionsfrei vermutet werden. Mögen zwar heute weiter keine Rechtswirksamkeit enthalten, doch ihr formelles Fortbestehen bewirkt weiterhin den Anschein an Rechtfertigung der begangenen Unrechte. Ich denke hier an Nachfolgerstaaten des ehemaligen Jugoslawien, wo mit den Folgen der Abneuigkeitsbeschlusses vom 21. November 1944 leider bis heute unterschiedlich umgegangen. Der Beschluss betraf laut Wortlaut die Überführung in Staatseigentum der feindlichen Besitzer sowie die Sequestration des Besitzes, der durch Okkupationsmacht angeeignet wurde. Mit diesem Beschluss wurden Rechtsgrundlagen geschaffen, die es ermöglichen, das Eigentum der deutschen Zivilbevölkerung zu konfiszieren. Wenden wir unseren Blick nach Polen. Von dort wurde immer darauf verwiesen, dass die umstrittenen Dekrete Bolesław Bieruts bereits seit langem
erloschen seien, sie also nicht mehr angewandt werden. Doch wir hielten sie aufgrund der Dekrete im vorgenommenen Verwaltungsakt bis heute gültig. Regierungswechsel zu PIs werden zudem zu weiteren Reparationen, werden dabei weitere Reparationen eine Entwicklung, die uns zusammen mit einem Europa, mit der europaskeptischen Haltung der Regierung besorgt machen muss. Eine Gesprächskultur mit den Vertretern während der deutschen Heimatvertriebenen konnte hier leider nicht im gewünschten Maße aufgenommen werden. Ich erinnere dann, dass es früher durchaus Ansätze dazu gab. Ich persönlich war mit Dr. Hupke als Vertreter des sogenannten Ständigen Rates der ostdeutschen Landsmannschaften einige Mal in Warschau. Dabei haben wir auch mit Persönlichkeiten wie Tadeusz Mazowiecki gesprochen. Leider hat der Ständige Rat seine Arbeit einstellen müssen, weil die entsprechende Förderung ausging. Versuche, dieses Gremium wieder zu aktivieren, sind leider nicht erfolgreich. Heute gibt es einen deutsch-polnischen runden Tisch. Dort sind allerdings nur die deutsche Minderheit in Polen und die polnisch-ständischen Bürger in Deutschland anwesend. Nicht aber die Heimat. Der Dialog mit uns wird also seitens der polnischen Politik nicht gewollt. Wir schauen aber auch nach Tschechien, denn dort herrscht eine besondere Stimmung. Einerseits kommen, je nach Regierungszusammensetzung, hochrangige Politiker und Diplomaten zu möglichen deutschen Tagen. Auch gibt es einen guten Dialog mit dem Freistaat Bayern. Das ist wichtig, meine Damen und Herren, denn es symbolisiert die ausgestreckte Strecke zum Dialog und den guten Willen zu zusammenkommen. Dafür sind wir auch dankbar. Andererseits sind aber Unrechtsdekrete Nummer 12, 33 und 108 und auch das gegen jedes Rechtsempfinden einer Humanität verpflichtenden Gesellschaft verstoßende Straffreistellungsgesetz Nummer 115 vom Mai 1946 des Präsidenten Beneš weiterhin Bestandteile der tschechischen Rechtsordnung. Wir stellen also fest, dass sowohl die Heimatvertriebenen als auch die Tschechen halten ihre Agenda ausgestreckt. Zum letztendlichen Handschlag wird es nur kommen, wenn die Beneš-Dekrete endgültig beseitigt werden. Meine Damen und Herren, seit über 60 Jahren arbeiten wir im Bund der Vertriebenen und in den einzelnen Landsmannschaften an der Versöhnung mit den ehemaligen Vertreiberstaaten. Diese Versöhnung wird nur dann vollkommen gelingen, wenn die letzten wunden Punkte beseitigt werden, die diesen Weg heute hindern. Deshalb sage ich an unsere Freunde gerichtet: Die Zeit ist reif, die historische Wahrheit anzuerkennen und Vertreibung als das zu benennen, was sie war und es war und die Zeit ist reif, damit entsprechend die letzten Unrechtsdekrete endgültig zu beseitigen. Die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft, in der kein Platz gedeckt wird, welche die Entrechtung von Menschen rechtfertigt. Der Weg, der hierbei im Umgang gegangen ist, und sogar einen eigenen Gedenktag an die Vertreibung der Deutschen eingeführt haben, ist dabei nachahmenswert. Er zeigt, sein Land dieses spezielle Kapitel der eigenen Geschichte aufarbeiten und zusammen mit den Betroffenen eine angemessene Erinnerungskultur leben kann. Solche Zeichen wünschen wir uns auch von anderen Staaten. Die formale Beseitigung der Unrechtsdekrete, meine Damen und Herren, wäre nicht nur ein Zeichen an die deutschen Heimatvertriebenen. Es wäre vielmehr ein deutliches Zeichen an die jeweils eigene Bevölkerung und an die europäischen Nachbarn, dass man heute anders denkt als damals, ebenfalls aus der Geschichte gelernt hat. Es wäre aber auch ein Zeichen der Entspannung an die heimatverbliebenen deutschen Minderheiten.
dass wir uns nämlich noch stärker um ihre Landsleute in den Heimatgebieten kümmern müssen, steht als Zukunftsaufgabe für uns fest. Die Neukonzeptionierung der Kulturförderung gemäß § 96 Bundesverfassung und Flüchtlingsgesetz des Bundes hat zum ersten Mal die Heimatverbliebenen als Träger der deutschen Kultur definiert und uns den Auftrag gegeben, enger mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die Konzeption des Landes Nordrhein-Westfalen befolgt einen ähnlichen Ansatz, indem sie insbesondere die grenzübergreifende Zusammenarbeit fördert. Die Herausforderungen für unsere Landsleute liegen insbesondere im muttersprachlichen Bildungsniveau. Es gilt, dem teilweise eklatanten Sprachverlust zu begegnen, der mit langjährigem Sprachverbot wie in meiner Heimat in Oberschlesien zusammenhängt. Auch dieses Sprachverbot war unrecht. Die Muttersprache, meine Damen und Herren, ist menschenrecht. Sprache ist Trägerin der Kultur. Sprache bedeutet Identität. Nur wenn unsere Landsleute in die Lage versetzt werden, ihre Sprache zu erlernen, werden sie in der Lage sein, ihre Identität zu bewahren und das Kulturerbe zu leben. Leider werden Verträge wie die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen, die jedes EU-Mitgliedsland ratifizieren muss, unterschiedlich umgesetzt. Eine Durchsetzbarkeit auf Ebene der Europäischen Union besteht leider nicht. So hat der Ministerpräsident des Europarates der Republik Polen mehrmals dazu ermahnt, ein deutschsprachiges Bildungswesen für unsere Heimatverbindung einzusetzen. Bislang ohne nennenswerte Reaktion. Daher hat die Föderalistische Union europäischer Nationalitäten eine europäische Bürgerinitiative gestartet, die Rechte der Minderheiten in der Europäischen Union zu stärken und die sprachliche sowie kulturelle Vielfalt zu bewahren. Bis April 2018 waren über 1,2 Millionen Unterschriften gesammelt und damit das erforderliche Quorum von 1 Million Unterschriften überschritten. Das ist eine deutliche Meinungsäußerung der Minderheiten in Europa, die ernst genommen werden muss. Nur die Europäische Kommission ist am Zug, die Stellung zu nehmen und sich zu behaupten. Angesichts der Tatsache, dass etwa 10%, also 50 Millionen EU-Bürger, einer autochthonen Minderheit angehören, ist die Antwort aus Brüssel essentiell wichtig. Diese Minderheiten, die aufgrund von politischen Neuordnungen oft infolge von kriegerischen Auseinandersetzungen entstanden sind, verdienen einen besonderen Schutz in unserer europäischen Wertegemeinschaft. Sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen viele Herausforderungen und europäische Lösungen. Wir müssen in Europa zusammenarbeiten. Denn Europa ist, wie es schon Bundesinnenminister Horst Seehofer bei der Auftaktveranstaltung zum Tag der Heimat in Berlin sagte, die beste Antwort auf die Trümmer des Zweiten Weltkriegs. In diesem Europa sollte aber unter Freunden Konsens sein, dass Unrechtsgefährte keinen Platz haben. Ich hoffe daher, dass es uns im Dialog gelingt, diese zu beseitigen. Die Heimatvertriebenen haben in unserer Karte die Spirale des Unrechts durchbrochen. Auf Rache gelten verzichtet und die Hand gereicht. Wir können jetzt nach über 70 Jahren zu Recht erwarten, dass die ehemaligen Vertreiberstaaten, die nun zu Freunden geworden sind, den Anschlag vollziehen. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Falle sehr viele von uns mit dem Thema, so leidvoll es bisher ist, Frieden schließen. Die nachfolgenden Generationen würde damit ermöglicht, ohne diesen Ballast an der gemeinsamen Zukunft aus Europa zu mitzudenken. Meine Damen und Herren, Fjodor Dostojewski. Vor ihm stand ein
stammt ein Zitat: Ohne Heimat sein heißt Leid. Dieses Leid mussten wir alle erfahren und deshalb ist und bleibt ein Kernauftrag des Bundes der Vertriebenen, sich für die internationale Ächtung von Vertreibung einzusetzen und dafür, dass die Menschen dieses unsere Leid nicht erfahren müssen. Ich wiederhole mich gerne, Erinnerungskultur hat kein Verfassung. Bundeskanzler Helmut Kohl sagte dazu: Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. In diesem Sinne wünsche ich dem Hiesing-Kreisverband alles Gute. Ich wünsche Ihnen, dass noch sehr lange ein Tag der Heimat liegt. Ich bin auch zuversichtlich, dass überall dieses fortgeführt wird. Man merkt schon, dass vor allem die Enkelgeneration für die Wurzeln der Heimat sich interessieren. Wir müssen sie aber früher mitnehmen, meine Damen und Herren. Sie entwickeln natürlich ihre eigenen Ideen. Vielleicht wird der Tag der Heimat in Zukunft etwas anders aussehen. Wichtig ist aber, dass wir die Kultur und die Tradition unserer Heimat kennen. In diesem Sinne, Glück auf und Gottes Segen an Sie alle. Lieber Platschek, vielen Dank für diese Rede, für diese bemerkenswerte Rede. Ich freue mich, dass Sie auch mal nochmal deutlich gemacht haben, weil ich in der Vergangenheit oder letzten Wochen mehrfach gefragt wurde, was denn diese Dekrete sind, also diese Begrifflichkeit, vielfach mittlerweile abhanden gekommen ist und was sich dahinter verbirgt und dass Sie das hier nochmal deutlich machen, was sich dahinter verbirgt und dass der Wunsch halt da ist, dass, weil diese Dekrete zwar kein aktives Handeln mehr sind, sie sind aus der Vergangenheit, aber in den meisten Staaten immer noch rechtlich rechtswirksam sind, dass es wichtig ist, dass diese Dekrete auch eine Rechtsunwirksamkeit erhalten. Sie haben gezeigt, dass Ungarn zum Beispiel mit der Thematik vollkommen anders umgeht. Aber ich bin mir sicher, dass auch dieses Thema mit der Zeit zu einem Ergebnis kommen wird, das wir uns alle gemeinsam wünschen. Vielen Dank auch für diese Rede. Ich danke auch dem Oberbürgermeister für seinen Beitrag, bemerkenswerter Beitrag gewesen, und danke Ihnen vor allem, dass Sie heute wieder dabei gewesen sind beim Tag der Heimat. Ich danke der Verwaltung für die ideelle Unterstützung dieser Gedenkfeier. Herr Oberbürgermeister, bitte auch diesen Dank an die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzugeben. Ich danke dem Pro Heimat Melodie unter dem Leiter Herrn Max Borowski. Vielen Dank. Ich danke der Solistin Hedwig Zenti. Das waren wieder bemerkenswerte Beiträge von Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Wie in jedem Jahr mein besonderer Dank an Frau Anna Pelka. Ohne Frau Pelka wäre diese Veranstaltung, wie wir sie hier durchführen, so nicht möglich. Ich weise jedes Jahr darauf hin, die gesamte Vorbereitung oder weitaus größte Teil der Vorbereitung, vor allem der Ablauf des Programms, die kulturellen Beiträge, die Planung liegen in Ihrer Hand. Schon zu Beginn des Jahres hat sie das Programm immer fertig. Frau Pelka, herzlichen Dank noch einmal an Sie und ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Ein Dank auch an Else Huget. Vielen Dank für das von Ihnen vorgetragene Gedicht. Dank an die Fahnen- und Kranzträger, ein Dank an den Posaunenchor, ein Dank an die Trachtengruppen der Landsmannschaften und Dank an alle, die hinter den Kulissen mitgewirkt und zu den Dingen der Gedenkstunde wiederum beigetragen haben. Ein besonderer Dank natürlich, wie in jedem Jahr, auch an Herrn Babat und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung für die Unterstützung und die Pflege dieser Gedenkstätte. Denn die meisten von uns sehen sie nur einmal oder vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Aber das gesamte Jahr über wird diese Gedenkstätte von der Friedhofsverwaltung hier gepflegt. Und wenn man mal genau guckt, ist es durch den Stein ein wenig verdeckt. Eingeweiht wurde das Ostdeutsche Kreuz am 8. Oktober 1950, circa 6 Wochen nachdem die Farbe der Heimat für Bühne veröffentlicht wurde. Und ich will jetzt nicht sagen, es ist das älteste Kreuz, das wir in Deutschland haben, aber sicherlich eines der ältesten. Ganz, ganz wenige, ein, zwei Wochen, damals entsprechend Kreuz
Ladis zur Teilnahme am Tag der Heimat kommen wir ein. Er findet statt am 8. September, sonntags 2019, wiederum um 11 Uhr. Und es ist ein besonderer Tag im kommenden Jahr, weil wir zum 70. Mal in ununterbrochener Reihenfolge an dieser Stelle dann den Tag der Heimat begehen werden. Ja, und zum Abschluss bitte ich Sie alle beim Abspielen der dritten Strophe in der Nationalhymne. Ich danke Ihnen für die Teilnahme und wünsche Ihnen einen guten Heimweg und einen schönen Sommer. Vielen Dank.